So, nochmal guten Morgen. Ich stelle mich nochmal vor. Also mein Name ist immer noch Michael Fischer. Ich bin ja einer der Pastoren, für alle die, die mich nicht kennen. Ich lese euch heute mal den Predigttext vor der Predigt vor. Und der steht in Philipper 1, die Verse 27 bis 30. Ich habe jetzt mal einfach eine spontane Frage. Könntest du vielleicht ein bisschen noch mal, Lydia, noch mal ein bisschen übersetzen helfen? Hier vorne? Ja, hier vorne. Oder ist das schwer? Überleg's dir. Genau. Also ich lese Philipper 2, die Verse 27 bis 30. Philipper 1, richtig. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme oder euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, werdet ihr einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An all dem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werden. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Kirche ist eine ganz merkwürdige Geschichte, aber ich bete erst noch mal kurz, bevor ich weitermache. Herr Jesus, du bist der auferstandene und lebendige Herr deiner Kirche. Und Kirche ist nicht immer das drin, was draufsteht. Oder, ja. Und wir bitten dich jetzt um deinen Segen für Hören und Sprechen und Begegnung mit dir und Gemeinschaft mit dir und miteinander. Amen. Also, Kirche ist eine merkwürdige Sache. Und Kirche funktioniert deshalb auch auf eine ganz merkwürdige eigene Weise. Jetzt meine ich Kirche mit Kirche nicht das, was wir an organisierter Religiosität kennen. Und schon gar nicht das Gebäude, in dem diese organisierte Religiosität stattfindet. Also für viele ist Kirche vor allem ein Haus mit einem spitzen Dach mitten im Dorf. Das stimmt nicht. Was Kirche am wenigsten ist, ist Immobilie. Ich meine Kirche im ursprünglichen Sinn des Wortes, da leitet sich Kirche nämlich ab vom Wort Kyriakon und das bedeutet zum Herrn gehörend. Also Kyrios ist der Herr, ist Jesus Christus. Und mit Kirche wird mit diesem Begriff die Gruppe von Menschen bezeichnet, die sich zum Herrn Jesus Christus zählt. Und in diesem ursprünglichen Sinn benutze ich das Wort Kirche. So, aber jetzt ist es tatsächlich ja so, dass der Begriff eben auch in einem allgemeinen Sinn für christlich-religiöse Organisationen benutzt wird. Und ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass das, was sich Kirche nannte, oft mit Christus nichts oder wenig zu tun hatte. Manchmal war die Kirche sogar der härteste Feind derjenigen, die tatsächlich zu Christus gehörten. Also wir haben ja gleich Mitgliederaufnahme und deswegen trafen wir uns am Freitagmorgen nochmal mit Standfestens, um eine Lektion im Gemeindekennenlernkurs nachzuholen. Und in dieser ersten Lektion geht es mir darum zu zeigen, wie der Glaube von vor 2000 Jahren zu uns gekommen ist. Das ist ja eine lange Strecke. Und das hat etwas mit Kirchengeschichte zu tun. Und das ist wichtig auch, um uns als Kirche zu verstehen. Wir sind eine evangelische Freikirche in der Tradition der Reformation. Und die Reformation fand im 16. Jahrhundert statt. Und diese Reformation hatte Vorläufer. Und ein wichtiger Vorläufer war im 14. Jahrhundert in England ein Mann, der hieß John Wycliffe. Der übersetzte die Bibel für die Engländer eben in Englisch. Viele seiner Ideen waren dann denen ähnlich, die nachher die Reformatoren in der Reformation formulierten. Und mit diesen Ideen, auch mit dem Übersetzen der Bibel,
hat er sich bei den Oberen der Kirche unbeliebt gemacht. Es gab einfache Menschen, die lebten von dem, was er sagte. Er hatte Anhänger und Menschen, die das auch glaubten und das aufnahmen, was er sagte. Aber bei den Oberen machte er sich unbeliebt. Und darum wurde er 30 Jahre nach seinem Tod als Irrlehrer verurteilt. Seine Schriften wurden verbrannt. Und dann gruben sie auch noch seine Leiche aus und verbrannten sie ebenfalls. Und dieser John Wycliffe im 14. Jahrhundert beeinflusste einen böhmischen Theologen Anfang des 15. Jahrhunderts, das war der Johannes Huss. So, und der hatte weniger Glück. Der wurde nämlich lebendig auch verbrannt. Und formulierte auch schon Ideen mit vor, die wir dann nachher bei Luther finden. Und deswegen geht von Huss dann eine Spur weiter eben zu Martin Luther. Und dem stellt er auch die offizielle Kirche nach. Also ist ja ein Wunder, dass Luther teilweise überlebt hat. Und so gibt es viele Beispiele in der Kirchengeschichte, das sind nur Nummer drei, kurze. Gibt es viele Beispiele in der Kirchengeschichte, die zeigen, dass die offizielle Kirche diejenigen verfolgten, die sich tatsächlich zu Jesus zählten. Und warum ist das wichtig? Weil es einen wichtigen Unterschied klar macht, einen wichtigen Punkt klar macht. Es geht bei Kirche nicht darum, sich Kirche zu nennen. Und bei Kirche geht es auch nicht in erster Linie um eine Treue zu einer Organisation. Ihr könnt Gift darauf nehmen, sobald eine Kirche sich selber oder eine Gemeinde sich selber in den Mittelpunkt ihres Lebens stellt, ist der Tod im Topf. Sondern eine Kirche steht und lebt mit der Treue zu ihrem Herrn Jesus Christus. Der muss im Mittelpunkt stehen, um den muss es gehen und darum muss ich das Gemeindeleben organisieren, die Gemeinschaft organisieren. Also Kirche steht und fällt mit ihrer Beziehung zu Jesus Christus und ob sie wirklich verstanden hat, dass sie die Gruppe ist, die zu Jesus Christus gehört. So, und wenn ich jetzt eben Kirche sage, dann meine ich diese spezielle Gruppe. Und das ist tatsächlich auch spannend, dass diese Kirche nach ganz merkwürdigen Regeln funktioniert. Sie hat ihre eigenen unverwechselbaren Gesetzmäßigkeiten. Und das unterscheidet sie von jeder anderen Form, von jedem Verein, von jeder Gruppierung, von jeder Firma. Das unterscheidet sie grundsätzlich. Beispielsweise ist eine dieser Merkwürdigkeiten, dass ganz viel im Verborgenen passiert. Also Jesus sagte was vom stillen Kämmerlein. Also Kirche lebt ganz entscheidend von der einzelnen persönlichen Beziehung des Gläubigen, der Gläubigen zu ihrem Herrn Jesus Christus mit Bibellesen und Gebet und Gemeinschaft. Das ist so ein Beispiel, vielleicht kommt noch eins. Leider sind eben diese Gesetzmäßigkeiten häufig nicht so bekannt oder sie werden ignoriert. Aber man kann sie kennenlernen und das ist ein Sinn auch des Bibellesens, weil diese Gesetzmäßigkeiten uns Gott und Jesus und Paulus uns in der Bibel mitgeteilt haben. So, und jetzt kommen wir so langsam Richtung unserem Text. Eine der merkwürdigen Sachen von Kirche ist dabei, dass Kirche ganz wesentlich davon lebt, dass Personen bereit sind, für sie zu leiden. Nicht, damit meine ich jetzt nicht, dass die sich mal darüber ärgern oder so, dass was schiefläuft, sondern wirklich persönliche Nachteile, Schmerzen, sogar den Tod in Kauf nehmen für die Kirche. Eine Kirche, für die nicht, die lebt und für die nicht einzelne Personen gelitten haben oder bereit sind zu leiden, gibt es nicht. Die gibt es nicht. Was Wycliffe und Huss und Luther litten, war für die Kirche, für die Gemeinschaft der Glaubenden notwendig. Ohne diese Leiden hätte es nachher eine Reformation nicht gegeben und in dieser Tradition, hatte ich ja gesagt, stehen wir. Es gibt keine Kirche ohne Leiden. Und Paulus bereitete schon von Anfang an, auch in seiner evangelistischen Verkündigung oder missionarischen Verkündigung, die Leute immer auf Leiden vor.
Er sagte zum Beispiel, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Um Christus nachzufolgen bedeutet, wenn es hart auf hart kommt, Leiden und Entbehrungen in Kauf zu nehmen. So, und damit gab Paulus auch nur das wieder, was Jesus vorher gesagt hatte. Das ist aber immer so ein Punkt, der gerne unterschlagen wird und der wird kaum darüber gesprochen. Wir wollen die Leute ja nicht verschrecken. Aber habt einfach mal auf dem Zettel, dass Jesus nachzufolgen auch bedeuten kann, für ihn zu leiden. So, und jetzt sollte man natürlich meinen, dass wenn Kirche oder Gemeinde so viel mit Leiden zu tun hat, dass das eine schrecklich depressive Angelegenheit ist. Und das ist das Verrückteste an der ganzen Geschichte. Die Leiden führen zur Freude. Also wir haben jetzt heute ein paar ältere Lieder auch gesungen. Ein noch älteres Lied heißt: In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesus Christus. Ich weiß nicht, kennt das jemand? Ja, kennt ihr noch, ne? So, wisst ihr auch, was das für eine Melodie ist? Genau. Aber was das für eine Art von Melodie ist? Das ist eine Tanzmelodie. Das ist ein Tanzlied. So, und dann haben die diesen eigentlich, erstmal ein bisschen in dir ist Freude und so, in allem Leide, haben die diesen Text auf ein Tanzlied gelegt. Ist verrückt, oder? Und ein weiteres Beispiel, wie eng Leiden und Freude in der Kirche zusammengehören, ist eben dieser Philipperbrief. Auf der einen Seite ganz offensiv, ganz deutlich schreibt Paulus von Leiden. Er bereitet die Philipper darauf vor, auch Leiden in Kauf zu nehmen. Und gleichzeitig ist ein Brief randvoll mit Freude. Wirklich Freude. Nicht einfach, da freue ich mich, sondern richtig, boah, ich freue mich. So. Sowohl Paulus selbst als auch die Christen in Philippi verstanden, dass seine Leiden den Gemeinden, den Christen und auch der Gemeinde in Philippi zugutekommen. Ich hatte jetzt, wer beim letzten Mal dabei war, hat gemerkt, ich habe einen Abschnitt weggelassen. Und in dem Abschnitt, den ich weggelassen habe, also der vor unserem heutigen Text steht, geht Paulus auf seine persönliche Situation ein. Und er schreibt, dass er steht vor einem Prozess mit offenem Ausgang. Und offener Ausgang bedeutet entweder Sekt oder Selters, entweder er stirbt, wird hingerichtet, oder er wird frei. Diese beiden Alternativen standen im Raum. Und jetzt überlegt er in diesem Abschnitt, was denn jetzt besser wäre. Bitte? Also überlegte, was ist für mich, Paulus, besser? Sterben hätte einen riesigen Vorteil. Ich wäre sofort bei Jesus, sagt er. Boah, und das wäre gut. Direkt bei Jesus zu sein. Und darauf hatte er große Lust. Also nicht auf Sterben, aber auf bei Jesus sein. Dann überlegt er weiter. Andererseits, aber wenn ich jetzt hier bleibe und eben noch nicht sterbe, dann könnte ich ja noch mehr Menschen zu Jesus führen. Ich könnte Menschen, Gemeinden, Gläubige im Glauben stärken. Das wäre auch gut. So, das waren die beiden Alternativen. Und jetzt beschreibt er die Entscheidung zwischen diesen beiden Möglichkeiten, also was er vorziehen würde, beschreibt er als eine harte Entscheidung. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass es momentan besser sei, am Leben zu bleiben. Er schrieb: Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleibe und bei euch sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Und er sagt weiter, dass die Philipper, wenn sie dann sehen, was Christus an ihm in dieser Gefangenschaft und in der Befreiung getan hat, wenn sie das sehen, was Christus da getan hat, dann werden sie noch mehr stolz sein auf ihren Jesus und ihn dafür rühmen. Also was für eine Aussage, oder? Das ist schon, kriegt man nicht so oft zu hören. So, bis aber Paulus jetzt kommt, und er weiß ja nicht, ob und wann er kommt, hat er noch eben ein paar Bitten. Und das ist jetzt das, und darum geht es jetzt in unserem Predigttext. Er sagt: Lebt so, dass ihr im Einklang mit dem Evangelium steht. Jetzt ist dieses Lebt so im Grundtext ein ganz besonderer Begriff, den Paulus nur Paulus und nur hier an dieser Stelle und einmal in der Apostelgeschichte verwendet.
Und mit diesem lebt so ist ein Leiden, ein Leben gemeint, das sich an der Öffentlichkeit orientiert. So, und jetzt streiten sich die Ausleger darüber, was gemeint ist. Geht es darum, dass es ein Leben ist, das sich in der Gemeinde öffentlich auswirkt? Oder geht es um ein Leben, das sich in der Stadt, im Ort, in der Welt öffentlich auswirkt? Ich bin der festen Meinung, dass es um beides, geht. Ich glaube, dass es darum geht, dass die Philipper dem Evangelium durch die Art und Weise, wie die leben, einen öffentlich sichtbaren Ausdruck geben. Also so das Evangelium mit ihrem Leben verinnerlichen und umsetzen, dass ihr Handeln durch das Evangelium geprägt wird. Nicht mehr durch das alttestamentarische Gesetz und die festen Regeln, sondern durch die Liebe, die sie durch den Tod Jesus am Kreuz gesehen haben. Das Evangelium ist ja erstmal etwas, was jemand an sich glaubt, was jemand glaubt. Und dieser Glaube findet ja erstmal in einem selbst statt. Ist ja unsichtbar. Und deshalb kann es ja sein, dass jemand etwas für sich glaubt, ohne dass andere davon was sehen. So, und jetzt sagt er aber, das Evangelium muss sichtbar gemacht werden. Und jetzt hören viele, es muss drüber geredet werden. Also das Reden gehört auch dazu, das Evangelium muss auch verkündet werden. Aber das ist nicht die wirkungsvollste Methode, das Evangelium zu verkünden. Die wirkungsvollste Methode, das Evangelium zu verkünden, ist, wenn du es in deinem Leben anwendest und auf alle Bereiche deines Lebens umsetzt. Das Evangelium ist ganzheitlich. Es hat was mit dem Herz zu tun, es hat was mit dem Mund zu tun und es hat was mit den Händen, mit dem Tun zu tun. Deshalb gehört das Tun ganz eindeutig dazu. Das Evangelium, und darum geht es Paulus, ist ein Glaube, der sich im Leben auswirken soll. Und das macht er in allen Briefen. Er stellte alle Lebensbereiche immer in Beziehung zum Evangelium, immer zu dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und jeder Lebensbereich erhält, das klingt erstmal verrückt, aber jeder Lebensbereich erhält durch den Tod von Jesus Christus eine ganz neue, tiefere Bedeutung und einen tieferen Sinn. Es fällt ein ganz neues Licht auf diese Lebensbereiche. Also egal, ob es um Besitz geht, wenn Christus für dich gestorben ist, wenn Gott alles für dich gegeben hat, was macht das mit deinem Besitz? Wenn ich Christus am Kreuz vergleiche mit Mann und Frau und die Gemeinde ist die Frau und Christus ist der Mann, was macht das mit deiner Ehe? Was macht das mit deinem Beruf, wenn das, was du tust, nicht mehr über deine Identität entscheidet? Das heißt, du musst nicht mehr Karriere machen, um etwas darzustellen, sondern alles, was du darstellst, hat Christus am Kreuz dargestellt. Was macht das mit deinem Verständnis von Beruf? Wie wirkt sich das dann auf? Auf der einen Seite befreit es, auf der anderen Seite kann ich in meinem Beruf auch Christus leben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht, was ich meine, aber ich will damit nur sagen, das kann ich wirklich auf alle Lebensbereiche anwenden. Durch das Evangelium von Jesus Christus verändert sich der Blickwinkel auf die Lebensbereiche entscheidend. Und ich staune immer wieder, wie gut die Dinge dann werden. Und wie dann Dinge, die vorher schwer zu leben waren, auf einmal ins Gleichgewicht kommen. Dass ich nicht mehr an meinem Besitz so festkleben muss und Angst haben muss, dass ich alles verliere, zum Beispiel. So, und deshalb gibt es nichts Wichtigeres, als dass die Kirche, also damit die Gemeinschaft der Gläubigen, das Evangelium versteht und umsetzt. Und das Verstehen ist kein Selbstläufer. Das hat tatsächlich etwas damit zu tun, sich hinzusetzen, Bibel zu lesen, auch zu hören, wie andere das verstanden haben, auch die großen Lehrer, wie die das verstanden haben, und dann mit anderen darüber zu sprechen, ob man es richtig verstanden hat und wie man es besser verstehen kann und wie man das dann in sein Leben im Alltag umsetzen kann. Und je besser und tiefer die einzelnen Leute, einzelnen Gläubigen, das Evangelium verstanden haben und umsetzen, umso besser läuft Kirche. So, und hier wendet es Paulus auf die Einheit der Gemeinde ein. Leute, macht mir die Freude, sagt er. Steht einmütig zusammen, kämpft Seite an Seite
für den Glauben, der sich auf das Evangelium gründet. Also es geht um inneren Zusammenhalt. Für uns ist es jetzt nicht so offensichtlich, aber Paulus wendet hier jetzt auch einen militärischen Fachbegriff an. Er spielt auf die Bildung einer Phalanx an. Also ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff, mit der Sache was anfangen könnt. Das war eine Schlachtreihe, da standen die Soldaten Schulter an Schulter in einer Reihe. Und dahinter gab es noch eine Reihe und dann noch eine Reihe. Das ist eine Phalanx. Und durch die Phalanx waren sie sowohl nach rechts, als auch nach links, als auch nach hinten geschützt. Der einzig für sie angreifbare Bereich war das, was direkt vor ihnen lag. Und das war überschaubar. Es ist halt ein Unterschied, ob ich mich in eine Richtung verteidigen muss oder in alle Richtungen. Oder? So, und der einzelne Soldat wurde durch andere geschützt und gleichzeitig schützte er andere. Und deswegen versucht die Angreifer immer, diese Phalanx zu durchbrechen, die Soldaten voneinander zu trennen und dann hatte er leichtes Spiel. Aber solange die Phalanx stand, war es wirklich schwer für den Angreifer, etwas zu bewirken. Wir unterschätzen im Allgemeinen die Bedeutung von Einheit. Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf brachte es mal so auf den Punkt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das war nicht nur ein frommer Satz für ihn, er gründete die Kommunität Herrenhut. Ein Dorf, in dem sehr unterschiedliche Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen kamen und Heimat und Schutz fanden. Und jetzt bereiteten besonders die Unterschiedlichkeiten den Dorfbewohnern große Schwierigkeiten. Und bevor jetzt jemand sich da ansiedeln wollte, gab es eine Liste an Regeln, die er lesen musste, verstehen musste und dann unterschreiben musste. Eine Regel, die fand ich witzig, aber die macht richtig Sinn. Das war, keinen Müll aus dem Fenster kippen. Damals waren die Straßen die Kloaken, also die Müllhalden der Städte. Und da, wenn da der Müll lag, dann kam das Ungeziefer und das waren permanent ständig Krankheitsherde. Also die Verbreitung der Pest hat da einen wesentlichen Grund gefunden. Kanalisation war noch nicht erfunden. Und deswegen war diese Regel eine sinnvolle Sache, um die Leute gesund zu halten. Dann gab es wöchentliche Zusammenkünfte, in denen die Anliegen der Gemeinde besprochen wurden und beschlossen wurde, was zu tun war. Also demokratisches Prinzip. Und die beste Regel war, es war geregelt, wie lange ein Streit dauern durfte. Ich glaube 6 oder 7 Tage, aber weniger als eine Woche. So lange durfte ein Streit dauern und dann musste er beigelegt sein. Das war die Regel. Dann muss die Sache geklärt sein. So, und dadurch gab es dann in den Dörfern keine langwierigen Konflikte, die sich da unter dem Teppich ausbreiteten. Und durch diese Regeln wurde das Dorf ein Vorbild. Also aus aller Welt reisten dann offizielle Personen an, um zu lernen und zu überlegen, was sie für ihre Orte mitnehmen könnten. Das finde ich spannend, sich über das gemeinsame Zusammenleben auch so Gedanken zu machen. Und als ich das damals so gelesen habe, habe ich gedacht, wie wäre es, wenn Gemeinden, die sich zu Jesus halten, Orte wären, an denen andere beispielhaft lernen und sehen und erleben könnten, wie gutes Zusammenleben ist. Aber muss einem klar sein, das erfordert Disziplin und Anstrengung. Also einen Konflikt auf 7 Tage zu begrenzen. Ich weiß, wovon ich rede, das ist schwer. Und das Ganze funktioniert aber auch nur mit Leuten, die da sind. Ein wesentlicher Punkt, der die Sache schwer macht, ist Abwesenheit. Dasein oder nicht Dasein. Es macht einen Unterschied, ob du regelmäßig kommst oder nicht kommst. Denk mal an die Phalanx. Du brauchst den Schutz der anderen. Du brauchst es, dass sie dir helfen, dass die Angriffe nicht von rechts und links und hinten kommen. Und die andere brauchen deinen Schutz. Ich sage es immer wieder, wie sehr es andere entmutigt,
wenn Leute nicht kommen, auch über einen gewissen Zeitraum nicht kommen. Ich sage das jetzt auch ganz speziell im Hinblick auf Kinder. Es entmutigt diese Unsicherheit, wenn ich da hinkomme, ist mein Freund da. Also es gibt natürlich immer Gründe, darüber rede ich jetzt nicht, dass man mal zu Hause bleibt. Aber es entmutigt andere. Und dann denken die natürlich, aber wenn der nicht kommt, brauche ich auch nicht kommen. Auf der anderen Seite erlebe ich es auch immer wieder, wie schön es ist und gut es ist, wenn Leute nachher nach dem Gottesdienst unten stehen und miteinander quatschen und sich austauschen und sich kennenlernen. Ich erlebe immer wieder durch Rückmeldungen, was da für ein Segen drauf liegt. Und das ist auch eine dieser merkwürdigen Gesetzmäßigkeiten des Glaubens. Es braucht notwendige, verbindliche und belastbare Gemeinschaft mit anderen. Und dazu braucht es die Anstrengung und die Disziplin des Einzelnen. Wenn ihr wartet, bis hier die Show so gut ist, dass ihr nicht mehr daheim bleiben könnt, dann wird es nichts. So gut sind wir nicht. Oder, Daniel? Wahrscheinlich nicht. Hä? Genau. Also, es braucht Disziplin. Einfach sonntags morgens mal, wenn das Bett noch so warm ist und da der Kaffee in der Küche ist, aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen. Sich einen Hauskreis, einer Kleingruppe anzuschließen und auch regelmäßig dahin zu gehen. Regelmäßig Austausch zu haben. Das erfordert Disziplin. Und nun fordert eben Paulus die Christen in Philippi auf, gemeinsam mit ihm für den Glauben zu kämpfen. So, jetzt nehmt den Ausdruck kämpfen mal nicht als Begriff, der aggressive Gewalt ausdrückt, sondern als einen Begriff der Anstrengung bezeichnet. Vielleicht habe ich es schon mal erzählt, es gab mal so, als Jan Ullrich noch Radfahrer war, fuhr er in einem Rennen der Tour de France irgendeinen Berg hoch. Dabei wurde er von einem Teamkollegen unterstützt und auf einmal merkt der Teamkollege, Jan schwächelt, die Kraft lässt nach. Was sollte er machen? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt, kämpf du Sau. Und das hat tatsächlich dem Jan neuen Mut, neue Kraft gegeben, nochmal den inneren Schweinehund zu bekämpfen und Gas zu geben. In diesem Sinn Kampf. Auch im Sinn von Anstrengung. Einheit in der Gemeinde ist nichts, was uns in den Schoß fällt. Einheit ist umkämpft. Es gibt eine Menge Gründe, sich an die Köpfe zu kriegen, zu streiten, was auch immer. Und weil das so schwierig ist, heißt es an einer anderen Stelle im Neuen Testament, im Epheserbrief, seid fleißig zu halten, die Einheit durch das Band des Glaubens. Seid fleißig, also fleißig ist das Gegenteil von faul. So. Jetzt geht es beim Kämpfen aber nicht erst dann los, wenn der Feind angreift. Sondern dieses Kämpfen auch in der Phalanx muss trainiert werden. Und Paulus schreibt in dem Abschnitt etwas von lasst euch nicht erschrecken. Soldaten müssen erst lernen, im Verbund zu stehen und zu marschieren, um dann, wenn der Feind kommt und sie vor allem erstmal erschrecken will, nicht fortzulaufen, auseinanderzuspringen. Also, vielleicht kann der Paul was dazu sagen. Aber das müssen Soldaten erst lernen, diese Reflexe zu unterdrücken und stabil zu bleiben und dann da auch damit zu rechnen, dass da was Böses kommt. Der Zusammenhalt muss vorher geübt werden. Und in der Krise bewährt sich dann das, was vorher geübt wurde. Und wenn es nicht geübt wurde, funktioniert es nicht. Laufen alle fort, wie die Hasen. Und das ist ein wichtiger Punkt für unsere Gemeinde. Wenn Gemeinde nicht in unbedrängten Zeiten zusammensteht, wie soll es denn dann mal sein, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn es ums Überleben geht? Die Beziehungen, die dann tragen werden, müssen vorher aufgebaut worden sein. Und deshalb ist es gut, die friedlichen Zeiten gut zu nutzen. Bedrängnisse und Leiden werden kommen. Und Paulus schreibt hier davon, dass sich an all dem zeigt, dass die Angreifer verloren sind. Ich meine, habt ihr das so mitbekommen? Es klingt so ein bisschen rätselhaft, ne? Aber die Idee dabei ist, dass es in dieser Welt zwei Lager gibt.
Die einen haben ihre Rebellion gegen Gott aufgegeben. Sie sind zu Gott zurückgekehrt, in sein Lager gekehrt und leben jetzt im Frieden mit ihm. Die anderen stehen noch in dieser Rebellion gegen Gott. Sie leben noch in ihrem Hass gegen Gott. Und manchmal können sie nicht anders, dann müssen sie diesen Hass ausleben. Dann ertragen sie es nicht, dass es da Leute gibt, die mit Gott gehen. Und weil sie an Gott nicht rankommen, halten sie sich dann an ihre Stellvertreter. Also die sie für Stellvertreter halten für die Gläubigen. Deswegen ist das ein Anzeichen dafür, in welches Lager du gehörst. Und das auch nochmal deutlich. Christen, die anfangen, andere zu schlagen, überlegt sehr genau, in welches Lager ihr gehört. Also irgendwann wird es der Welt zu bunt und dann greifen sie die Glaubenden an. Das ist das, was Paulus hier meint. Und sowohl eben angreifen als auch angegriffen sein, sagt etwas über die Menschen aus, über das, was sie tun. Also, ich komme jetzt zum Schluss, um was es mir heute gegangen ist. Im Moment haben wir in Bezug auf den Glauben friedliche Zeiten. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir könnten hier alles egal. So, wir haben keine Verfolgung, keine Einschränkungen. Und das ist schön und das ist gut. Und ich bin der Letzte, der irgendeiner Verfolgung hinterher jammert. Aber es werden eben auch schwere Zeiten kommen. Es werden andere Zeiten kommen. Und da ist es wichtig, dass wir untereinander stabile Beziehungen aufgebaut haben. Die werden wir dann brauchen, um zu überleben. Auf der einen Seite für unseren Glauben. Und wir brauchen den anderen schreiend notwendig. Und vielleicht auch haben wir den anderen notwendig, um körperlich zu überleben. Mir geht es jetzt darum, nicht Panik zu schüren, also versteht mich bitte richtig. Oder schon gar nicht geht es mir darum, mit der Angst zu spielen. Es geht nur darum, vorbereitet zu sein. Wisst ihr, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eine lange Phase in Europa des Friedens. Und die Hoffnung hatte sich festgesetzt, dass das immer so weitergehen würde und dass sich der Frieden vielleicht sogar weltweit ausbreiten würde. Und deshalb wurde die militärische Abwehr vernachlässigt. Nun ist die Illusion geplatzt. Wir leben völlig verunsichert. Wir wissen nicht, was passieren wird in Zukunft. Wir haben da die Ukraine, wir haben den Nahen Osten. Wir merken, das kommt zu uns. Und jetzt erleben wir gerade in der Bundesrepublik, wie mühsam es ist, jetzt wieder diese ganze militärische Sache auf Vordermann zu bringen. Das ist eine Warnung davor. Darum geht es mir jetzt. In vermeintlich friedlichen Zeiten nachlässig zu werden. Und das ist jetzt ein Punkt, der macht mir tatsächlich Sorgen. Ich hoffe, das ist auch gerade schon mal so rübergekommen. Das ist der unregelmäßige Besuch bei Gottesdiensten. Ich habe manchmal so den Eindruck, das wäre für manche so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung. Also wenn ich sie brauche, bin ich da, ansonsten nicht. Oder wenn ich mitarbeiten muss, bin ich da, ansonsten nicht. Es geht nicht um Kirche um der Kirche willen. Es geht nicht darum, dass hier der fromme Rummel läuft. Bin ich der Letzte. Sondern es geht um die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander, um eure Beziehungen untereinander. Dass ihr hier Leute findet, mit denen ihr den Schulterschluss üben könnt. Es geht um die gemeinsam gelebte Beziehung zu Jesus Christus. Wir leben in einer so individualisierten Gesellschaft, dass wir diesen Gedanken nochmal wirklich tief neu entdecken müssen und verinnerlichen müssen. Es geht um, dass Kirche etwas ist, was eben gemeinsam stattfindet und dass Gemeinschaft ein wesentlicher Punkt des Glaubens ist. Und mir ging es heute Morgen darum, die Verantwortung des Einzelnen für den Glauben zu stärken. Ihr seid für euch verantwortlich. Ihr müsst überlegen, was ihr macht. Ich kann euch nur darauf hinweisen. Ich will es nur eindrücklich sagen, ich will jetzt keinen Druck ausüben, aber ich will es nur eindrücklich gesagt haben. So, und dazu gehört auch immer eine gewisse Dosis an Selbstdisziplin. Das läuft eben nicht einfach so von alleine. Wir anderes im Leben ja auch nicht. Und das sind einfach, glaube ich, für unsere Gemeinde, für unsere Zeiten wichtige Lektionen für die Zukunft. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam das Evangelium in diese Welt, durch unser Leben, durch unser Sagen, durch unser Tun umzusetzen. Das kriegen wir nur gemeinsam hin, wir brauchen einander. Sowohl zum Schutz für uns, als auch zum Schutz
und zur Stärkung für den anderen. Amen.